Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Videotutorial zum Thema CyberLink Power Director in der 365er Abo-Version. Vor fast genau einem Jahr habe ich mir diese Abo-Version gekauft und ich habe jetzt viel damit gemacht und ein Jahr ist jetzt wirklich auch ein langer Zeitraum, um herauszufinden, bleibe ich dabei? Und das möchte ich in diesem Video euch verraten, wie ich diese Abo-Version empfunden habe, was ich damit gemacht habe und was so ein bisschen die Vorteile davon sind. Um es gleich vorwegzunehmen, ja, ich werde das Abo verlängern. Die Vorteile haben auf jeden Fall überwogen. Und ein wesentlicher Bestandteil meiner Überlegungen sind dabei, in der Zwischenzeit gibt es jedes Jahr eine neue Version. Und ich brauche mir dadurch nicht mehr die Frage zu stellen, steige ich um, kaufe ich mir jedes Mal eine neue Version, sondern der Vorteil ist, ich werde automatisch upgradet und so ist es auch passiert. Dieses Jahr 2019 kam auf einmal ein Update und ich hatte auf einmal die Version 18. Und wir gucken gleich mal einen Blick in die Version 18 rein und das Schöne ist, es hat sich auf den ersten Blick nichts verändert. Es ist das gewohnte optische Bild. Ich finde alle meine Themen, Räume und so weiter, wie ich es gewöhnt bin. Selbst in der Version 15 zu 18 hat sich nicht viel getan. Es sind viele Details, die verändert worden sind und die möchte ich mal so ein bisschen vorstellen. Dazu gehen wir am besten mal auf die Homepage. Da ist nämlich am meisten beschrieben. Und es gibt ein paar neue Tools, die sie eingeführt haben. Bevor ich aber die jetzt hier im Einzelnen durchgehe, schauen wir uns doch mal den Application Manager an. Weil das ist der große Umstieg. Sobald ich auf so eine Abo-Version gehe, dann habe ich hier diesen Application Manager und damit verwalte ich letztendlich alles, was rund um diese 365-Version vorhanden ist, möglich ist. Also ich kann diesen Manager starten und starte dann das Programm oder ich mache das ganz normal über eine Verknüpfung auf dem Desktop oder über das Startmenü. Was hier das Schöne ist, hier kann ich meine ganzen Pakete sehen, die mir CyberLink durch diese Abo-Version zur Verfügung stellt. Man sieht, einige habe ich hier installiert. Wenn ich weitere Informationen haben möchte, muss ich nur aufs Info-i klicken. Und dann letztendlich werde ich auf eine Homepage weitergeleitet und hier wird dann nochmal näher beschrieben, was passiert da, was sind die Inhalte. Entweder kann ich es natürlich kaufen, wenn ich kein Abonnent bin, oder ich gehe über die Abo-Version und dann kann ich das hier einfach über den Application Manager installieren. Zum Beispiel Halloween interessiert mich nicht so, ich habe es nicht heruntergeladen, somit auch nicht installiert. Aber es ist schon sehr umfangreich. Nicht alles ist wirklich der Knaller, so muss man das auch mal ganz offen und ehrlich sagen. Aber vieles hat sich schon zum Positiven entwickelt, was die Inhalte betrifft. Es ist deutlich mehr als nur Spielerei. Was auch sehr schön ist, es gibt Musik. Und zwar unterteilt sich das in Hintergrundmusik und Soundclips. So, und jetzt sieht man hier zum Beispiel Soundeffekte in der Küche. Also wenn man mal irgendwie ein Video macht, wo man gegebenenfalls die Atmosphäre über Soundeffekte etwas pimpen möchte, dann kann man sich hier das wunderbar herunterladen und das installiert sich auch alles von selbst. Schauen wir uns wieder das Programm mal an. Also wie ich schon sagte, auf der Oberfläche, auf den ersten Blick hat sich hier erstmal gar nichts verändert. Und das gefällt mir extrem gut. Auch sind hier die ganzen Menüpunkte die gleichen geblieben, wie sie schon seit vielen Jahren verwendet werden. Das heißt, ich finde mich sofort zurecht. Was etwas neu geworden ist, sind hier die Plugins. Da gibt es neue. Aber das ist jetzt nicht Schwerpunkt des Videos. Dazu komme ich in anderen Videos, die ich noch produzieren werde, werde ich das hier näher beleuchten. Ich möchte aber gerne, sage ich mal, die Features kurz erklären und euch einen Überblick geben, um was es sich hier handelt.
Klar, Profi-Videobearbeitung, ja, kann ich unterstreichen. Also für jeden Hobby- und semiprofessionellen Videocutter ist der Cyberlink PowerDirector, da finde ich einfach super, weil er auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis, das sind 5,83 Euro im Monat, sprich knapp 70 Euro im Jahr, finde ich, ist er super. Wenn man sich jetzt immer noch die Frage stellt, ja, was ist denn besser? Soll ich mir lieber Moment, machen wir den Versionsvergleich, glaube ich. Da kommt das wunderbar. Genau. Dann hat man ja hier die ganzen Versionen, die angeboten werden. Und das ist natürlich immer so eine Gretchenfrage. Weil ich sage mal, ich bezahle jetzt hier 70 Euro, was natürlich deutlich günstiger ist als eine Ultra- oder Ultimate-Version. Aber dafür muss ich das natürlich jedes Jahr zahlen. Und hier habe ich eine lebenslange Lizenz. Und das ist natürlich von Vorteil. Aber man kann davon ausgehen, jedes Jahr wird sich die Programmversion um eins erhöhen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Also von daher, ob ich mir jedes Jahr wirklich hier neue Version kaufen möchte, die ich dann zwar zu Hause in der Schublade als mein Eigentum liegen habe, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Vielleicht macht es auch Sinn, nur alle drei Versionen eine zu kaufen. Dann ist das natürlich die etwas günstigere Variante. Aber hier sieht man schon mal so ein bisschen, was so die Exklusivität ist. Und ich muss sagen, im letzten Jahr habe ich ganz viele Premium-Plugins und Effekte auch tatsächlich genutzt, mir angeschaut und ich war sehr positiv überrascht. Wir gehen mal in die Übersicht rein. Nein, in die Produktinformation, Entschuldigung. Noch. Jetzt will es nicht so richtig. Jetzt haben wir es. So, der Formdesigner, den gab es auch schon in der 17-Version, aber jetzt, was wirklich neu ist, es geht jetzt um Vektorgrafiken. Das bedeutet, wenn ich eine Grafik wie hier diese Sprechblase nehme und ich versuche sie größer oder kleiner zu ziehen, dann wird bei einer Vektorgrafik die Qualität immer 100% bleiben. Wenn diese Sprechblase eine JPEG-Datei ist, dann wird sie, je größer sie ist, umso verpixelter kann sie sein. Also sprich, hier habe ich wirklich einen großen Vorteil, was die Formen betrifft. Hier sieht das Bild deutlich schärfer aus und es fühlt sich einfach besser an. Also das haben sie richtig gut gemacht. Beeindruckende animierten Grafiken und Titel. Naja, das ist, finde ich, immer Geschmackssache. Wir sind hier schon mal in den Titeln. Und wenn ich jetzt hier 390 Titel mir anschaue, dann ist da natürlich nicht alles Gold, was glänzt. Aber es gibt wirklich ein paar schöne Sachen, was sie gemacht haben. Und da möchte ich das einfach mal zeigen. Zum Beispiel hier so eine Bewegungsgrafik wirkt, finde ich, relativ modern. Und wenn es in das Video passt, kann man es gut machen. Die Bearbeitung ist natürlich immer noch die gleiche geblieben. Man zieht das auf eine Videospur hier drauf, macht einen Doppelklick, dann öffnet sich der Titeldesigner. So, was jetzt wirklich der große Unterschied ist, das Grün und das Blau, diese Form kann ich nicht bearbeiten. Lediglich die Schrift kann ich bearbeiten und das mache ich hier oben, indem ich in das Menü reinklicke, dann hier in das Textmenü. Und da sieht man schon, kann ich was verändern. So, und dann kann ich das Ganze natürlich auch abspielen. Und dann sieht das wie folgt aus. Und ich finde, das ist ganz gut gelungen. Und da gibt es jetzt mittlerweile viele von solchen animierten Grafiken, die so ganz schick geworden sind. Und man kann mit wenigen Klicks, kann man da was machen. Man kann die Grafik natürlich noch kleiner, größer machen, irgendwo im Fenster bewegen. Also das passt alles. Das muss man sich einfach mal hier anschauen. Auch dazu werde ich noch mal ein Video machen, um, sage ich mal, meine Top 10 der neuen Textanimation einfach mal zu zeigen. Also da hat sich viel Positives getan. Videos im 1:1-Format für Instagram und Facebook. Ja, wer viel mit Social Media macht, der wird das kennen, dass da die Videoformate komplett anders sind als unser normales, bisheriges, gewohntes Bild. Hier oben in der Ansicht kann ich das Verhältnis einstellen. 16:9 ist das Standardverhältnis, was wir auf unserem Fernseher zum Beispiel sehen. Das heißt, mehr breit als hoch. 9:16 dagegen ist genau umgekehrt. Das heißt, ich habe mehr hoch als breit und ich habe jetzt natürlich extrem große schwarze Balken in meinem Bild. Und wenn ich jetzt auf 1:1 gehe,
dann wird sich der Videoausschnitt auch verändern. Das heißt, diese schwarzen Balken schneiden mir das Video ab, wie es eigentlich aufgenommen wurde. Also das verbirgt sich hinter dem 1:1 Format. Und wer viel mit Social Media macht, cool, der Power Director hat es mittlerweile auch in seinem Programm und man kann die Videos entsprechend richtig schneiden. Verschachtelte Projekte als anpassbare BIP-Objekte. Das möchte ich auch mal zeigen. Und das ist wirklich eine coole Sache, die jetzt hier passiert ist. Und zwar über Datei, Projekt einfügen. Dann öffnet sich letztendlich wieder euer Explorer-Fenster und ihr könnt jetzt ein anderes Videoprojekt, was ihr mit dem Cyberlink erstellt habt, öffnen. Die Medien werden importiert. Also auch hier oben sieht man das. Und jetzt seht ihr hier zum Beispiel aus einem anderen Projekt die Datei, die hier integriert wurde. Die kann ich natürlich überall jetzt hier anflanschen. Die ist frei bewegbar. Aber was das Schöne ist, jetzt habe ich hier Koma See, meine Mediendateien. Und wenn ich jetzt sage, ja, aber hier möchte ich in dieser Datei noch was anpassen, weil das eine PDS-Datei ist, sprich, ich kann sie noch jederzeit verändern, klicke hier drauf, dann dauert es einen kleinen Moment und dann bin ich quasi in meinem anderen Projekt und kann parallel aus mehreren Videoprojekten quasi mein Finale hier zaubern. Das ist eine deutliche Zeitersparnis und war meiner Meinung nach schon längst überfällig. Danke, dass es jetzt integriert wurde. Audio Scrubbing. Ja, klingt erstmal total spektakulär, was es ist. Es ist nichts anderes, wie ich bin jetzt hier in so einer Videodatei drin, auf der Videospur, nehme den Cursor und ziehe den hier rüber und ich höre jetzt quasi hier diese Audiospur. Das macht immer dann Sinn, wenn ich vielleicht vorspulen will und suche nach irgendeinem Audioeffekt, einem besonderen Zeichen oder irgendwas, dann ist Audio Scrubbing eine ganz nette Sache. Chroma Key, ich habe es nicht ausprobiert in der Version 18. Version 15 war meiner Meinung nach schlecht, Version 17 wurde besser, aber immer dann, wenn es an Haare ging, hat es oftmals ausgefranst. Aber ich werde es auch ausprobieren und dann schauen wir mal, was rauskommt. Diese erweiterte Bewegungsverfolgung, da bin ich auch total gespannt. Version 15 war nicht schlecht, Version 17 wurde deutlich besser und ich bin jetzt auf die 18er Version gespannt, was passiert. Was kann ich machen? Nehmen wir ein klassisches Beispiel. Ihr habt ein Kfz, was durch euer Video fährt und ihr möchtet gerne das Kennzeichen verpixeln. Dann könnt ihr eben das Kennzeichen diesen Auswahlrahmen hier machen und das Programm erkennt automatisch, ah, es geht um die Pixel des Kennzeichens und verfolgt das Kennzeichen weiter und im Idealfall ist dieser Auswahlrahmen immer perfekt um das Kennzeichen drumherum und zum Schluss kann ich dann sagen und jetzt verpixelst du mir das und dann ist das Kennzeichen nicht mehr lesbar. Das klappt mal besser und mal schlechter. Ich werde es testen und euch sagen. Die AI-Stilübertragung. Naja, meiner Meinung nach ist es irgendwie für mich noch nicht so richtig greifbar, was ich damit machen kann. Also ich habe hier, sage ich mal, so eine Verfremdung drin, ein chinesisches Gemälde, ein Van Gogh oder impressionistisch. Ja, man sieht schon, was aus einer Original-Videodatei dann wird. Das ist sicherlich ganz nett. Ich habe es auch schon mal ausprobiert. Technisch funktioniert es hervorragend. Man braucht ein bisschen mehr Zeit, weil der Rechner doch ganz schön zu tun hat. Wer die Kreativität hat und kann das vielleicht für ein Intro gut umsetzen, also ich glaube, da kann man was mitmachen. Es sind einige Pakete dabei, die man hier nutzen kann. Die 360 Grad Videostabilisierung kann ich nichts zu sagen. Ich habe keine 360 Grad Kamera und gehöre nicht zu dieser Zielgruppe. Ja, professioneller Arbeitsablauf und Leistung. Ich kann nur sagen, in der Version 18 werden 4K-Videos erstmal ohne Probleme verarbeitet. Also das ist wirklich kein Problem. Und hier seht ihr ja schon, die werden auch relativ flüssig wiedergegeben. Das ist kein Problem. Aber was man auch noch sagen muss, also ich zeige euch erstmal, wie ich hier das Echtzeitvorschau ist klar. Und ich bin auch nur auf hohe Vorschauauflösung gegangen. Also wenn ich jetzt hier auf Full HD gehe, dann würde das anfangen zu ruckeln.
Aber hohe Vorschauauflösung reicht mir vollkommen aus. Das Bild ist klar, scharf. Ich kann damit alles machen. Hier ein kleiner Tipp am Rande. Geht in eure Einstellungen auf Allgemein. Schattendateien, Proxy-Dateien bei hochauflösenden Videos aktivieren. Ein 4K-Video ist das. Auflösung der Schattendatei 720x480. Das reicht vollkommen aus. Und ihr werdet auf jeden Fall die Videos viel besser abgespielt bekommen, auch für schwächere Geräte. Ja, das war's soweit. Das sind die neuen Features. In den nächsten Wochen werde ich die alle mal durchtesten anhand von Beispielen und werde mich natürlich auch mal hier mit diesen ganzen Plugins wieder mal beschäftigen. Was kann man damit wirklich machen? Vielleicht habt ihr ja Ideen. Schreibt mir doch mal bitte in eure Kommentare. Bei mir in die Kommentare rein, was ihr damit vielleicht schon gemacht habt. Und die andere Frage ist, was haltet ihr von der Abo 365er Version? Wie geht ihr damit um? Habt ihr daran Gefallen gefunden oder lehnt ihr es kategorisch ab? Ich freue mich auf eure Kommentare und sage in diesem Sinne vielen Dank für das freundliche Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.